Moin Moin und Glück auf! Hier von der wunderschönen Insel Pack. Ihr habt es mitbekommen, ich habe eine Aufgabe bekommen, nämlich ein Kirmesgericht nachzumachen, und zwar den Flammlachs. Da ich direkt am nächsten Tag von der Kirmes aus quasi direkt in den Urlaub gestartet bin, mache ich das jetzt von hier aus. Dazu habe ich leicht erschwerte Bedingungen, weil ich habe hier nur den kleinen Scotty. Und ja, dann wollen wir mal schauen, ob wir das damit auch gedengelt bekommen. Wir haben jetzt hier morgens. Ich werde jetzt mal als allererstes hier meine kleine Zedernholzplatte in Salzwasser einlegen. Die habe ich mir direkt mitgenommen. Und dafür gehen wir mal einfach ans Meer und holen uns ein bisschen Wasser. So, Wasser haben wir. Ich werde jetzt die Platte noch ein bisschen beschweren mit Steinen. Und danach mache ich mich mal auf zum Markt und guck mal, ob ich hier die ganzen Zutaten bekomme, die man so braucht für einen leckeren Flammlachs. Da nehme ich euch gleich mit. So, den Fisch haben wir schon mal und dann gehen wir mal weiter zum Obststand und gucken, was es da noch so gibt. Ich habe Zitrone, Knoblauch und Petersilie geholt und wir suchen jetzt mal weiter nach Zutaten. Joghurt ist jetzt auch gekauft, den haben wir jetzt auch schon vor der Hitze sicher in die Kühlbox gelegt. Und jetzt gehen wir nochmal zum Bäcker und gucken mal, ob der ein schönes Brötchen für unseren Flammlachs hat. Das Brot ist jetzt auch gegriffen und damit haben wir jetzt eigentlich alles. Mal schauen, was wir damit zaubern. So, eins noch. Eigentlich wächst hier direkt vor meinem Scotty noch Rosmarin. Und da werde ich mir auch was wegpflücken. Werden wir auch noch verwursten. Stimmt. Lecker, wenn ihr hier direkt am Meer reibt. So, jetzt sind alle Zutaten beisammen. Wir haben ja jetzt erst kurz vor 10. Deswegen kühle ich mich jetzt nochmal im Meer ab. Heute werden es über 30 Grad. Und dann zum Mittag hin bereiten wir dann zusammen mal den Fisch zu. Bis dann. So, für unseren Dip haben wir hier einmal den Joghurt. Den nehmen wir, dann kommt da eine Saft einer halben Zitrone drauf. Dann kommt da ja, so nach Geschmack so ein bisschen Petersilie klein gehackt drauf. Dann mache ich da vier so Knoblauchzehen drauf. Und das Ganze wird dann mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Weil ich natürlich das Stativ zu Hause habe, mache ich das jetzt hier mal so fertig und zeige euch dann. Es ist 12 Uhr durch, die Alte schreit Hunger. Also bereite ich jetzt mein Essen vor. Als allererstes mache ich mich an den Dip oder die Knoblauchsoße. Hierfür habe ich den Joghurt, einen Becher Joghurt. Dann habe ich hier die Petersilie fein gehackt und das sind 14 Knoblauch. Die habe ich auch fein gehackt. Das Ganze kommt mit einer halben ausgepressten Zitrone, etwas Salz und Pfeffer jetzt in den Joghurt und dann wird das ordentlich durchgerührt. Ja,
So, der Dip ist angerührt und der kommt jetzt nochmal in die Kühlbox, bis der Fisch dann auch fertig ist. So, kommen wir zum Hauptdarsteller. Hier ist der Lachs. Das ist ein knapp 500 Gramm großes Stück. Dazu haben wir dann hier den gepflückten Rosmarin und die andere halbe Zitrone habe ich hier mal ein paar dünne Streifen geschnitten. Ich werde jetzt hier erstmal den Lachs einschneiden und dann werde ich den mit den Zitronenscheiben und mit dem Rosmarin spicken und anschließend salzen und pfeffern. Mache ich jetzt mal fertig und dann zeige ich euch, wie das Ergebnis aussieht. Der Lachs ist vorbereitet und ich muss sagen, das sieht ja jetzt schon richtig geil aus. Kram allein. Der rote Lachs, die gelben Zitronen und dann der grüne Rosmarin. Könnte man so schon reinbeißen, oder? Aber gut, wir machen mal weiter. Ich werde jetzt den Grill vorbereiten, dann die Holzplatte ein bisschen anflammen und dann geht's los. Puff, da ist er an. Lassen wir jetzt mal heiß werden, damit der Rost so ein bisschen frei wird. An der Zeit. Ah. Hier schon mal das Brett raus. Auf jeden Fall sich ein bisschen vollgesaugt. Das sieht gut aus. Lassen wir jetzt mal ein bisschen hier in der Sonne antrocknen wieder die Oberfläche und dann kommt das auf den Grill. Der Scotty ist heiß. So, auch schon mal grob sauber gebrannt. Verbrennt jetzt noch ein bisschen das Fett, aber das macht uns nichts. Nehme jetzt hier die Platte und lege die mal hier drauf, dass die uns hoffentlich so ein bisschen anfängt zu kokeln. Mal abwarten. So, unser Brett sollte jetzt perfekt aussehen, genau. Da lege ich jetzt den Fisch drauf und dann geht's weiter. Der Fisch hat es jetzt auf das Brett geschafft. Ich werde den jetzt abdecken, aber weil ich keinen Deckel habe von Scotty Original, habe ich hier die kleinste IKEA-Schale, die es gibt von den drei Größen. Und die lege ich da jetzt einfach drauf. So, nee. So. Genau. So sieht das jetzt aus. Und jetzt kann er da auf volle Pulle, habe ich das eingestellt. Und jetzt kann der Fisch da schön vor sich hin qualmen im Rauch. Für 20 Minuten. Und dann werden wir sehen, ob das was geworden ist. Der Scotty qualmt vor sich hin. Der Lachs ist, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Die ersten 8 Minuten sind rum. Und ich fange dann jetzt mal an,
schon mal das Sandwich vorzubereiten. Hier ist unser Brot, das ist so ein weiches Weizenbrot. Kommt jetzt gleich erstmal der Dip drauf, ein bisschen Salat für die Angeber und dann später der Lachs, wenn der soweit ist. Das Baguette ist vorbereitet. Wie gesagt, beide Seiten mit unserer Joghurt-Knoblauchcreme und dann etwas Salat für die Optik. Und dann muss jetzt nur noch der Fisch soweit werden. Aber es qualmt auf jeden Fall gut. Heißt, mein Plan könnte aufgehen. So, 20 Minuten sind um und wir gucken jetzt mal gemeinsam, ob das was geworden ist. Ich würde den Lachs am liebsten rausholen, bevor der anfängt, das Eiweiß oben rauszuquellen, weil sonst habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dann immer relativ trocken wird. Schauen wir mal. Also der Rosmarin ist uns weggefackelt, aber ansonsten sieht das doch richtig gut aus. Ein kleiner mal aus. Also der Scotty kann auf jeden Fall auch nicht nur flach gegrillt ist. Na dann, wollen wir das Ganze mal anrichten. So, da ist der Fisch. Ich werde jetzt hier mal so Scheiben runterschneiden. Erstmal den Rosmarin raus. Den kannst du eh nicht mitessen. Zitronen kommen auch beiseite. Seht, das qualmt noch gut. Hat schön Qualm erzeugt, das kleine Brett. Ist schon mal cool. Ich hoffe, man sieht es schon. Ist noch schön saftig. Guck mal hier. Kann man das erkennen? Ja. Glaub mir, man kann es erkennen. Richtig schön saftig. Lecker. Der kommt jetzt da rein. Und dann zeige ich euch mal, wie es aussieht. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Das sieht lecker aus. Lachs ist noch schön glasig, so wie er sein muss. Den werde ich mir jetzt mal reinziehen mit einem schönen kroatischen Bier und euch dann sagen, wie es geschmeckt hat. Kommen wir zum Fazit. Prost erstmal, Jungs. Danke, dass ihr so ein schönes Gericht für mich ausgesucht habt. Das konnte ich hier ganz cool nachmachen unter den Gegebenheiten. Danke dafür. Dann fangen wir mal an. Zum einen der kleine Scotty hier. Der hat sich sehr gut gemacht. Hat das Gericht super gemeistert mit meiner kleinen IKEA-Form. Das war auch echt gut. Da kann ich mich nicht beschweren. Nichts dran auszusetzen. Dann der Lachs an sich. War perfekt. Nach 20 Minuten war der schön glasig. Und nicht trocken oder sonst irgendwas. Das kann man genau so machen. Alles in allem mit dem Sandwich und mit der Soße war das eine richtig runde Sache. Dann nochmal komplettes Fazit. Macht das ruhig mal nach. Auch mit irgendwie kleinen Mitteln kann man richtig geile Gerichte zaubern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns dann wieder. Bis die Tage. Ciao. Ach, ihr seid ja immer noch da. Ja, Leute. Wenn ihr noch mehr Folgen von uns sehen wollt, dann klickt hier oben drauf. Hier kommt ihr zu unserem Kanal, da könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und hier ist unser letztes Video. Schaut mal rein. Bis denn.